So. Die Dame. Aber wahrscheinlich können wir hier mit diesem Hebel dann dieses Tor öffnen. Stirb, du Kiste. Jawohl. Dafür kommen jetzt ein paar mehr Gegner. Ist aber auch okay, da haben wir wieder Heilung. Jetzt können die ihre entsprechenden Züge machen. Und danach sind wir dann dran. So, erstmal hochheilen. Sicher ist sicher. Achso, wir haben jetzt keinen Dings mehr. Vielleicht haue ich die auch vorher schon mal weg, bevor ich mich hier nochmal heile. Das glaube ich gar nicht verkehrt. Komm, wir warten mal eine Runde. Wir haben ja Zeit. Es gibt zwar, glaube ich, auch welche. Also hatten wir im ersten Teil mal, dass wir, dass halt die Gruppe innerhalb von so und so vielen Runden das Feld verlassen musste. Aber das waren dann doch eher so die Ausnahmen. So, eine Runde noch. Obwohl, warte mal, was vielleicht gar nicht so dumm ist. Ich stelle mich mal hier hin, dann kann mich halt immer nur einer angreifen von den Viechern. Blockieren wir mal den Weg. Wo ich kann sogar direkt schon mal angreifen. Noch drauf gehen bitte. Dann heile ich mich noch mal schnell. Und dann geht's mal ab. Gucken, was in dieser Truhe ist. Und weiter. Wir werden übrigens auch nicht voll geheilt, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr habt es jetzt maximal 15 Sinn oder ob das auch gewürfelt wird. Da wäre auch noch Loot, sehe ich gerade. Das ist schön. Irgendwo rennt doch hier noch die Viech rum. Die sind kaputt. Hm. Wir werden es sehen. So. Moment, können wir es hier auch noch mal heilen. Obwohl, warte mal. Ach, das Heilwasser scheint noch nach jeder Runde noch mal da zu sein. Genau, wir kommen hier ja nicht hin an den Hebel. Da müssen wir eh hier runter. Jawohl. Sehr schön, rennen wir hier mal rüber. Hebel umlegen. Noch macht das ja alles so Sinn. Ich spare mir jetzt auch gerade bei den Heil, das Heilding da. Sind ja eh gleich wieder in einem angekommen. Damit wäre dann voll geheilt. Gehen wir dahin. Wir warten, bis die wieder verschwinden. Danke sehr. Ach stimmt, hier ist zu. Wie kommen wir denn jetzt da am sinnvollsten hin? Ah, mit dem Hebel wahrscheinlich. Okay, das macht auch beides. Das finde ich sehr nett. Dann möchte ich halt auch mal gucken, was in dieser Truhe hier drin ist. Von daher warten wir gerade noch mal kurz und rennen dann hier rüber. So. Gut.
Ebel. Ah, guck mal. Besuch. Lisa, bitteschön. Wie gesagt, ich höre es hier immer noch rumlaufen. Aber... ist das so laut, das Spiel? Hm. Dann werde ich das, glaube ich, mal umstellen. Noch kurz. Moment. Jetzt sollte es etwas besser sein. Ja, der hat, wie gesagt, dadurch, dass der PC weg war, der hat mir halt alles irgendwie nochmal umgestellt. Und ich habe jetzt schon wieder so... Das mit den verworfenen Frames gefällt mir übrigens auch überhaupt nicht. Es sollte angeblich ja besser sein mittlerweile. Hm. So, das gab wieder ein bisschen Loot. Ich hoffe ja mal, ich krieg das nachher in der Aufnahme nochmal wieder auseinandergetüftelt. So, dann holen wir uns nochmal Heilung. Wir holen uns nochmal Heilung. Wenn wir den dürfen. So, kommen noch mal Gegner? Hm, scheinbar noch nicht. Hier vielleicht noch mal. Für den Endkampf. Nö. Okay. Dann gehen wir. Juhu, endlich ein Bogen. So, wieder Geld gekriegt, Beute gekriegt, einige Erfahrungspunkte. Ja gut, kann natürlich auch sein, dass es an Twitch liegt. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, die Streams, die ich geschaut habe, waren in letzter Zeit relativ Jahre vergingen. Gut. Spinnengift fraß sich in ihren Geist. Fraß jeden ihrer Wünsche, bis nur noch ein Wunsch übrig war. Ein einziges pochendes Verlangen. Herrschen. Herrschen über jeden und alles. Und sei es nur für einen Tag. Okay, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile mit den Spinnen hier angefreundet. Ach stimmt, wir haben ja auch hier ein Kompendium. Interessant. Ja, ich denke, beim Spiel sollte es nicht schlimm sein, weil sich ja eh nicht allzu viel bewegt. Da hat ja viel Standbild. Von daher sollte es eigentlich nicht so negativ auffallen. Wird mir halt, wie gesagt, unten von OBS angezeigt. So, Cassia. ich spare mir das aufgrund meines Hustens mal, die Sachen hier vorzulesen. Gut. Ja, wie gesagt, wir kommen immer wieder hierhin zurück. Ja, das mit Castaway kommt ungefähr hin. Ich habe jetzt so langsam die... oh, guck mal, wir sind ein wenig... ja, hübscher geworden. Ich habe so ein bisschen im Moment die befürchten nicht. Es kann gut sein, dass das unser Gegner wird jetzt von unserer Gruppe.
wäre jetzt im Moment so zumindest meine Idee, was das hier alles angeht, so wie das hier aufgebauscht wird. Ja, sehr gut ist, was sie nicht zum Magier gemacht haben. So, Charakterbogen. Ach ja, wir müssen ja lernen, stimmt ja. So, haben wir in der Sammlung eigentlich was Neues? Ah, nee, die Erkältung, die hält sich noch relativ wacker. Wir haben ein paar stumpfe Pfeile. Wir haben tatsächlich nichts Neues hier drin, okay. Wir selber haben auch nichts gefunden, großartig. Dann würde ich aber mal den Bogen ausrüsten. Und halt dann die Pfeile hier drauf. Alle bitte. Und Waffenset 2 nehmen wir dann halt die Dings. Dass wir das dann notfalls wechseln können. Falls wir mal Probleme haben sollten. So. Lernen wir oder steigen nochmal auf? Nein. Sie lieben mich. Alle lieben mich. Nein, das ist es nicht. So wird es nicht gehen. Über wen soll ich dann noch herrschen? Wir lernen erstmal, dann führen wir Selbstgespräche. So, wir hauen mal den gezielten Schuss drauf. Was fehlt dafür jetzt? Hab ich doch. Ach, wahrscheinlich können wir das aus dem Buch noch nicht lernen. Was ist denn eigentlich bewachen? Das ist eigentlich ziemlich cool. Kenne ich noch gar nicht, die Fähigkeit. Wie gesagt, die Dinger hier, die kenne ich halt auch aus der Pen-Paper-Vorlage. Aber... So, geben wir hier mal noch ein bisschen was drauf. Clarum Pludo. Na, ich glaube, wir ballern hier noch ein bisschen was auf den Bogen. Wie hoch kann ich denn eigentlich gehen? Sehr hoch, okay. Ach so, okay. 50 ist erst Stufe 2 oder was? Gut. Da haben sich hier jetzt doch so ein bisschen von der Vorlage, also weiter als der erste Teil, abgewandt. Aber gut, vielleicht dann aufgrund der Benutzerfreundlichkeit. Heizüge im Voraus denken. Nicht müde werden. Die gute Herrscherin schläft nicht. Sie lässt ihre Feinde schlafen. Pläne. Dunkel und undurchschaubar wie die Nacht. Könnte Hilfe brauchen. Das könnte eventuell sein. Metale? Du wirst mich auch verlassen. No. Verrat. Alle verraten mich. Ja, ich glaube, sie wird böse. Oder ist es schon längst? Ich weiß es ja nicht. Es ist vorbei, Cassia. Marwan hat gesiegt. Die Kreaturen der Schöpfer haben das ganze Land überrannt. Der Rat wurde aufgelöst. Wer hätte es geglaubt? Groß-Emir Marwan oder... Erster Kyrios, wie er sich jetzt nennen lässt. Was ist? Bist du tot? Dann rede ich eben alleine weiter. Diese Kreaturen, Cassia. Du solltest sie sehen. Geschöpfe aus den 13 Höllen. Ein Biest haben sie vor ein paar Tagen ins Labyrinth gesperrt. Den großen Versteinerer nennen sie ihn. Ein Basilisk oder sowas in der Art. Sei auf der Hut da unten. Hast viel länger durchgehalten als jeder andere. Mir wäre langweilig ohne dich. Was ist? Es ist hier unten. Das Basiliskenbiest. Oh, keine Sorge. Es ist irgendwo ganz auf der anderen Seite. Wer füttert es? Wer? Was weiß ich? Marwans Soldaten. Warum? Jemand muss es füttern. Wenn jemand es füttert, dann muss dort ein Ausgang sein.
Da hat die gute Dame eigentlich gar nicht so unrecht. Du willst das wirklich versuchen? Warte mal, eine Sache muss ich noch wissen. Warum hat Marwan dich eingesperrt? Bitte, die Frage lässt mir keine Ruhe. Gibt kein Warum. Warum ist abgeschafft? Naja, hat er ja gesagt. Ein letztes Mal machte Cassia sich auf den Weg. Die Spinnen behelligten sie schon lange nicht mehr. Die Korapien und die hässliche Frau waren Schwestern geworden. Aha. Viele Kämpfe bieten die Möglichkeit, deine Einheiten in der entsprechenden Zone selbst zu platzieren. Okay, das ist auch neu. Einheiten mit einer hohen Initiative werden zuerst aufgestellt. Okay. Höhenunterschiede. Sichtlinie. Ich glaube, das war im ersten Teil auch schon. So, Magie. Haben wir. Gut. So, platziere deine Kämpfer mit Linksklick auf dem Kampfplatz. Ja, das ist definitiv neu. Nein, nein! Ich will's nicht hören! Ich will das nicht! Seid still! Still! Still wie Eis! Oder noch besser, wie die Sonne. Oh, die Sonne. Hey! Hey, Schönheit! Hilf mir gegen diese Gerippe, ja? Auch wenn ich sie mir vermutlich nur einbilde. Okay. Wer auch immer du bist. Wer bist du eigentlich? Ah, das ist der Verirrte, das sind unsere. Okay. Das sind aber feindlich. Nee, die ist auch von uns. Was kannst du denn? Finde, okay, du kannst nah kämpfen. Gut, gehen wir mal hier rüber. Ich bin mal gespannt, wie böse sie ist. So, genau, da wird sie mehrere Leute haben. Könntest du ja mal fernkämpfern? Geht das? So, gezielter Schuss. Hauen wir mal raus. So, da haben wir schon mal gesehen. Wunderbar. Die sind ausgewichen. Die Schweine. So, Spinni. Nein, meine arme Spinne. Mich hat es auch erwischt. 3 Tage bleiben mir noch. Vielleicht eine Woche. Du spürst es, wenn ihr Griff fester wird. Wenn sie dein Gehirn umklammern. Wer? Die Spinnen. Sie sind hier. Hier in unserem Kopf. Was haben wir da? Ruhe. Tür. Hebel. Na gut. Du fängst an. Dann finden wir hier mal. So, dann versuche ich hier nochmal drauf zu bolzen. Ja, im normalen Schuss jetzt mal. Der sitzt. Du kannst dich gleich mal hier drauf stürzen. Au. Wie lange bist du schon hier unten? 2 Monate? 3? 4 Jahre. Oh, das ist... Tröste dich. Viel Zeit hast du nicht mehr. Die lassen uns nicht mal verwesen.
Nur ein Haufen Pilze bleibt übrig. Spinnenfutter zu Spinnenfutter. Ein schöner Kreislauf. Jetzt ist hier wie bei The Last of Us. So, hau ich hier nochmal drauf mit der Finte. Ich glaube, da ist auch gerade ein neues Skelett gekommen. Bin ich? Ne, jetzt sind doch nur drei. Okay. Ich zähle die Spinne mal zu den Gegnern dazu. Hätte die mal mehr Initiative. So, der ist so gut wie weg. Der hat aber auch nicht mehr so viel. Dann hau ich da gerade nochmal drauf. Ich hoffe, diesmal klappt's. Yep. Tschüss. Und du darfst dich mal hiermit begnügen. Du weißt, was über uns ist, ja? Die Kammer der Geheimnisse? Oh ja. Marwans Schatzkammer. Da wollte ich hinein, aber... Nun ja, die Götter in ihrer Weisheit haben anders entschieden. Ja, ich war ein Dieb. Warum soll ich's leugnen? Vermutlich ist es unklug, dieses Tor zu öffnen. Irgendetwas haust dahinter, dem ich vor der Henkersmahlzeit nicht begegnen will, aber... Scheiß die Ratte drauf. Einmal will ich noch den Sternenhimmel sehen. Wie heißt du eigentlich? Ah, nein. Verzichten wir auf Namen. Vielleicht haben wir auch mittlerweile keinen Namen mehr. Cassia ist gestorben. So, den haben wir jetzt mal so platt. Plupp. So, bei dir können wir aber auch noch ein bisschen was tun. Und zwar einen gezielten Schuss. Oh, 13%. Könnten halt hier einen Zauber draufhauen. Okay, sollte das so aussehen? Das sieht mir irgendwie ein bisschen, als da hättest du da irgendwie Texturen vergessen. Ich weiß genau, was du gedacht hast. Ein wandelndes Gerippe. Muss ein Trugbild sein. Aber wenn man lang genug darüber meditiert, ergibt alles Sinn. Warum? Weil diese ganze verfluchte Welt keinen Sinn ergibt. Und sobald wir das akzeptieren, ist plötzlich alles möglich. Du redest viel. Beste Methode, um die Stimmen zu übertönen. Dahin wirst du auch noch kommen. Dann kommt das Nasenbluten. Und dann... Leise. Hörst du das? Von jetzt an. Keine Laut mehr. Okay. Ich gehe mal ein bisschen weiter, ne? So, du kannst ihm jetzt mal hier den Gar ausmachen. Oder auch nicht. Na gut. Spinni! Oh, die ist fast tot. Was hat das jetzt gebracht? Oh, müssen wir da noch hin? Sieht ja nett aus. Interessant. Ich gehe vielleicht auch mal ein bisschen weiter hier rüber. Ich glaube, Spinne wird jetzt sterben. Nein? Gut. Du hast noch 4. Kannst du irgendwas Besonderes? Nö. Ach, ich glaube, das... Weiß nicht, hat der das jetzt runtergemacht? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir zerlegen ihn mal. Obwohl, nee. Das sind ja alles nur Fässer, aber dahinter war, glaube ich, eine Truhe. Ja. Tschüss. Ich glaube, sie hat auch langsam keine Dings mehr, oder? Keine Pfeile. Könnte ich mir vorstellen. Du beendest mal, du gehst mal zur Truhe. So, Spinni darf dann hier mal weiter. Hopp, 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 hopp. Dreht sich hier irgendwas? Ich habe
keine Ahnung. Können wir da eigentlich hinschießen? So, du wartest hier mal unten bitte. Truhe. Gespannt, was wir dann nachher darin finden. Du kannst ja wahrscheinlich keine Tür aufmachen, deswegen darfst du jetzt mal dahin. Ja, du kannst im Moment auch nicht so viel machen. So, einmal einschlagen bitte. Oder aufmachen halt. Okay. Ich glaube, wir kommen hier tatsächlich nicht mehr weiter. Du kannst ja nicht in die Tür, wie mir scheint. Dann bleibst du mal da. Ah ja, okay. Und du darfst jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Und hier warte ich dann einfach mal. Da ist auch noch ein zerlegtes Skelett. Bevor ich den Hebel umlege. Dass wir dann hier zusammen angreifen können. Sicher ist sicher. Kannst du da jetzt nicht drüber? Scheint mir nicht so. Gut, dann müssen wir doch gucken, dass wir hier hinkommen. Okay, dann darfst du wieder zurückgehen. Wahrscheinlich macht dann der Hebel die Brücke runter. Ich gucke einfach mal. Ah. Oder auch nicht. Was bist du? Okay, das könnte jetzt ein bisschen knifflig werden. Wir hätten Spinne vielleicht noch hier rüberziehen sollen. Obwohl die auch nicht mehr so wirklich viel aushält. Der Verirrte. Wer ist denn dran? Spinne ist dran. Toll. Ja, dann... Ja, bleib du mal da. Ist in Ordnung. Dann hauen wir da doch mal drauf. Der hat relativ viel. Ist das ein Ghoul? Ja. Finte? So, jetzt haben wir das Problem, dass wir jetzt an zwei Fronten kämpfen müssen quasi. Obwohl, warte mal, wir ziehen dich mal ein bisschen zurück. Und wir sind vergiftet. Na gut, Spinne kommt da jetzt nicht mehr hier rüber. Uncool. Aber wird schon werden. Frage, wie gut er jetzt noch tanken kann, was das hier angeht. So, du darfst da mal zuschauen. Nochmal mit Finte. Wie viel hat denn der noch? Zwei. Okay, der ist so gut wie weg. Du rennst einfach mal weiter weg hier. So, Spini ist nutzlos. Dann zerlegen wir erstmal den Ghoul. Und
Und ich baller hier dann doch nochmal drauf. Haben wir nicht genug Ausdauer oder wie? Ah ne, der ist zu nah. Das macht halt natürlich auch Sinn. Also, na gut, jetzt haben wir uns hier den Weg versperrt. Ich gehe mal wieder sehr taktisch klug vor. So, Kollege. Draufhauen. Wieso kann sie ihn nicht angreifen? Ach ja, genau, weil sie keine Pfeile mehr hat. Das wird es wahrscheinlich sein. Yep. Dann nimm bitte mal das zweite Waffenset. Muss jetzt doch in den Nahkampf, meine Liebe.